Schön, dass ihr bei diesem neuen Video wieder mit dabei seid. In den letzten Wochen und Monaten haben mich immer mehr E-Mails erreicht mit der Frage, Sebastian, welches Produkt oder welche Produktkategorien besser brauche ich denn eigentlich, wenn ich hier in das Thema Fahrzeugpflege mit einsteigen will? Und diejenigen, die da schon eine Antwort zurückbekommen haben, wissen, dass ich da echt auf euch und euer Fahrzeug eingehe. Das heißt, wie viel Zeit könnt ihr investieren? Wie viel Geld habt ihr überhaupt zur Verfügung am Anfang? Und da muss man einfach schauen, was passt da am besten zu euch. Deswegen bin ich niemand, der euch jetzt einfach hier so Produkte vor die Nase stellt. Die stehen dann hier einfach nur stellvertretend. Das sind nicht immer meine Lieblinge, aber die stehen einfach stellvertretend für die verschiedenen Produktkategorien. Und da versuche ich einfach jedem eine Hilfe zu geben. Und dieses Video soll einfach mal stellvertretend für alle Einsteiger sein, weil nicht Anfänger. Anfänger ist ein böses Wort. Wir nehmen einfach das Wort Einsteiger oder Neuling oder Interessierten. Welche Produktkategorie sollte man wirklich dabei haben, wenn man in dieses Thema einsteigen will? Und auch hier sage ich von Anfang an, man kann das beliebig erweitern. Ihr werdet auch merken, euer Inventar wird immer größer und größer. Ihr werdet auch immer mehr Erfahrung sammeln. Was passt doch sehr gut bei meinem Fahrzeug? Wo habe ich vielleicht am Anfang keine Fehler gemacht, aber doch noch nicht das beste Produkt für mich persönlich gefunden? Und dieses Video gibt einfach mal eine Übersicht über die Kategorien, die ihr als Start mit einplanen solltet. Nach dem Intro geht's los. Und was man benötigt, um hier in diese Fahrzeugpflegewelt einzusteigen, das habe ich hier mal hingestellt. Ich sage es nochmal dazu, nicht die Produkte, nicht genau die braucht ihr, sondern nur diese Produktkategorien. Wir fangen mal ganz vorn an. Ihr kennt das sicherlich, ein Wascheimer. Da füllt ihr euer Wasser- und Shampoo-Gemisch ein. Und viele nutzen auch zwei Wascheimer, ist eine beliebte Methode, oder auch zwei, drei Wascheimer. Und hier empfehle ich euch einfach mal, startet mit einem ganz normalen Gallonen-Wascheimer. Und das hat folgenden Grund. Erstens mal sind noch ein bisschen stabiler als diese ganz einfachen Baumarkteimer. Und jetzt kommt der wichtigste Grund. Ihr seht hier vorne auch diese passende Schmutzfalle. Und die passen nicht unbedingt bei jedem Eimer ideal rein, rutschen dann hin und her. Und dann habt ihr nicht diese Schmutzrückhalteleistung von diesen Schmutzfallen, die ihr erwartet. Deswegen empfehle ich euch lieber, einmal Geld auszugeben hier für so einen Wascheimer, Galoneimer. Und wer dann noch einen zweiten Eimer nutzen will, wo er das Shampoo-Wasser-Gemisch drin lagert, da kann es ein ganz normaler, einfacher Eimer sein. Hier aber dieser Auswascheimer, jetzt mal in der großen Variante, mit einer Schmutzfalle, da greift lieber zu einem Markenprodukt anstatt zu einem günstigen Eimer, wenn ihr wirklich dieser Sache folgen wollt. Und das sage ich jetzt auch nochmal dazu. Man betreibt ja Fahrzeugpflege einmal, weil es Spaß macht, weil man sein Fahrzeug liebt, weil man den Lack in einem vernünftigen Zustand halten will und generell das ganze Fahrzeug in einem sauberen und vernünftigen Zustand halten möchte. Und deswegen sollte man bei vielen Sachen einfach nicht unbedingt immer sparen. Ihr kennt mich ja, ich lege immer Wert auf Preis-Leistung und wenn der Preis immer noch tiefer fällt, ist das immer eine super Sache. Aber beim Thema Wascheimer wenigstens einen Originalen holen oder einen Gallon und die passende gute Schmutzfalle. Und schaut auch da nochmal mein Video dazu an. Da habe ich nochmal einen Vergleich gemacht zwischen den einzelnen Schmutzfallen. Deswegen liegt hier schon eigentlich die Number One und die anderen Schmutzfallen könnt ihr eigentlich bei Weitem nicht mithalten. Also Wascheimer und Schmutzfalle kommt hier auf unsere Checkliste. Dann kommt es immer darauf an, wenn ihr an der SB-Box wascht, gibt es eine Schaumlanze. Wird ja bei vielen SB-Boxen immer beliebter. Deswegen fällt für mich so langsam der Bereich Schaumsprüher und Snowfoam immer weiter weg, wenn ich an der SB-Box wasche. Weil man da auch immer mehr Schaumlanzen zur Verfügung hat und dann hier das Anmischen sich sparen kann. Viele machen das einfach, weil es den Spaß macht. Dann könnt ihr das gern machen. Aber ich sehe immer mehr Leute, die auch den normalen Schaum an der SB-Box nutzen. Und da müsst ihr einfach selber entscheiden. Deswegen klammere ich das mal ein bisschen aus. Wenn ihr an der SB-Box einen Schaum zur Verfügung habt, dann nutzt den gern. Wenn ihr sagt, ich will das selber machen, dann hier eine Kombination Schaumsprüher und Snowfoam, einfach mal stellvertretend Gloria FM10 und Sonax Rich Foam. Da könnt ihr dann den Schaumsprüher wählen, der euch am besten gefällt. Ich verlinke euch an der Oberseite, wenn möglich, immer noch ein passendes Video. Das müsst ihr auf jeden Fall mit einplanen, wenn es an der SB-Box nicht dabei ist. Und hier haben wir schon die nächste Kategorie, der Felgenreiniger. Viele geben viel Geld für ihre Felgen aus und da braucht ihr auch einfach einen vernünftigen Felgenreiniger, um die sauber zu halten. Viele sagen auch, meine Felgen sind gut versiegelt, ich brauche keinen Felgenreiniger, aber für einen Einsteiger, ihr habt ja meistens keine versiegelten Felgen oder habt da noch nicht so viel Produkte im Einsatz gehabt, deswegen ist es ja hier der Start und da reinigt man ganz normal seine Felgen und da empfiehlt sich einfach ein guter Felgenreiniger. Hier mal stellvertretend Tuga Grün. Ich habe jetzt einfach mal den geschnappt, weil der im Preis so ungefähr bei einem Liter bei 10 Euro liegt. Da gibt es noch andere Kandidaten, Liquid Elements Dust Cracker und auch wenn ihr mal auf ein gutes Angebot hier vom Sonax Felgenreiniger stoßt, könnt ihr auch da zugreifen. Das sind einfach die Felgenreiniger. Ich sage immer so ein Liter um die 10 bis maximal 12, 13 Euro. Das ist so die Kategorie, die ich bevorzuge. Und jetzt kommen wir zur Wäsche und da haben wir entweder schon mit dem Snowfoam und dem passenden Schaumsprüh
früher das Fahrzeug vorgewaschen oder die Schaumlanze an der SB-Box genutzt. Und da kommen wir jetzt hier nochmal auf den Eimer und die Schmutzfalle zurück. Ihr habt ja noch einen zweiten Eimer und da füllt ihr jetzt euer Shampoo ein. Und da würde ich auch nicht unbedingt immer die teuersten Shampoos nehmen. Ich habe jetzt hier mal das Pink Gloss, jetzt muss ich erstmal selber schauen, Shampoo and Wax hier von Shiny Garage. Ist ein günstiges Shampoo und ich sage es auch immer nochmal dazu, es gibt bei vielen Produktkategorien auch mal 5 Liter Kanister. Die müsst ihr euch am Anfang nicht kaufen, sondern schnuppert erstmal hier in diese Sache rein, bevor ihr euch hier mit riesengroßen Kanistern ausstattet. Könnt ihr später immer noch machen. Also, ein Shampoo kostet ungefähr, ja, sagen wir mal 5 bis 6 Euro für einen Liter, jetzt nicht das, aber vergleichbare Sachen. Also da müsst ihr auch immer schauen, dass ihr nicht unbedingt die teuersten Sachen kauft. Das ist absolut unnötig, vor allen Dingen am Anfang. Im nächsten Abschnitt geht es jetzt um die Waschwerkzeuge. Einmal Felgenbürste, stellvertretend. Ihr könnt auch einen Felgenhandschuh nutzen, passend zum Felgenreiniger. Bei den meisten Felgenreinigern, vor allem wenn ihr noch nie euer Fahrzeug per Hand gewaschen habt, werden die Felgen am Anfang nicht hundertprozentig sauber, nur durch das Einsprühen und durch das Abstrahlen mit dem Hochdruckreiniger vor Ort an der SB-Box. Deswegen könnt ihr nochmal so eine Felgenbürste mit nutzen. Hier die Welle Pro mal stellvertretend oder auch einen Felgenhandschuh. Des Weiteren zum Waschen, ganz klar, ein Waschhandschuh. Auch hier gibt es verschiedenste Methoden. Manche nutzen mehrere Handschuhe. 1 bis 2 Handschuhe sollte man auf jeden Fall haben, weil man vergisst auch manchmal den ersten zu waschen und dann will man zur SB-Box fahren und merkt, oh, der alte Handschuh ist noch schmutzig, passiert alles und deswegen schaue ich immer, dass ich 2 Handschuhe generell immer zur Verfügung habe, um da auch immer einsatzbereit zu sein, wenn es an die SB-Box geht. Also ein Waschhandschuh gehört einfach mit dazu, damit reinigt ihr den Lack, verteilt das Shampoo, löst noch den letzten Schmutzfilm, weil der grobe Schmutz sollte durch die Vorwäsche hier schon weg sein. Kommen wir jetzt hier zum Fahrzeug trocknen. Da gibt es auch wieder verschiedenste Möglichkeiten und die lernt ihr alle noch kennen, wenn ihr euch länger damit auseinandersetzt. Meine Lieblingsvariante, einmal hier entweder so ein großes Trockentuch, 90x60 mit verschiedenen Fasern, habe ich auch verschiedenste Tests gemacht, könnt euch in Ruhe anschauen. Einfach mal hier stellvertretend so ein Tuch mitgebracht. Das ist bei vielen beliebt und wird auch für ein Fahrzeug genutzt. Das heißt, ein großes Trockentuch reicht bei den meisten aus, um das ganze Fahrzeug trocken zu bekommen. Ich bin eher so ein Fan. Ich nutze hier, und das ist so ein Tipp, ich nutze ein Dryblade für mein Fahrzeug, weil dann habe ich 80 bis 90% vom Wasser schon vom Lack runtergeschoben und im Anschluss trockne ich einfach und viel handlicher mit einem etwas kleineren Tuch. Hier zum Beispiel mit dem ca. 40x40 oder 50x50 und damit habe ich einfach ein schönes Handling und muss nicht mit so einem großen Tuch arbeiten. Aber trotzdem benötigt ihr etwas, um das Fahrzeug zu trocknen, also entweder ein großes Tuch oder hier die Kombination Dryblade und einem etwas kleineren Tuch. Die nächste Kategorie umfasst eigentlich einen großen Bereich und das ist hier so ein APC Allzweckreiniger, mal stellvertretend von Koch Media Green Star, alkalischer Allzweckreiniger. Ihr könnt auch einen pH-neutralen All-Purpose Cleaner APC nutzen. Dazu noch eine passende Sprühflasche hier, ganz günstig, ich glaube 2 bis 3 Euro von Shiny Garage. Mischt ihr euch einfach perfekt an. Und dann könnt ihr das zum Beispiel im Motorraum nutzen, an irgendwelchen verschmutzten Stellen am Fahrzeug, irgendwo Türeinstiege, was auch immer. Und ihr könnt das auch im Innenraum mit nutzen. Trotzdem empfehle ich euch hier noch andere Produkte in den Einsatz zu nehmen. Innenraum kommen wir später dazu. Den Green Star nutze ich persönlich nur im Außenbereich. Und dann nähern wir uns hier schon dem anderen Ende des Tisches und dann sehen wir hier die nächste Sache. Wenn ihr euer Fahrzeug gereinigt habt, ist es immer schön, nochmal die Scheiben von innen und von außen zu reinigen. Meistens eher von außen dann an der SB-Box. Innen sollten sie ja nicht immer so schmutzig sein, aber es bleiben hin und wieder mal Wasserflecke zurück, was auch immer. Und da empfiehlt es sich einfach noch einen guten Glasreiniger zu nutzen. Hier sage ich von Anfang an, bitte schaut, dass ihr nicht so viel Geld für Glasreiniger ausgibt. Die Zusammensetzung von so einem Glasreiniger ist keine Wissenschaft, das ist keine höhere Kunst. Deswegen schaut da, dass ihr nicht hier irgendwelche 500 ml Flaschen für 20 Euro kauft, übertrieben gesagt. Hier stellvertretend mal der Shiny Garage Perfect Glass Cleaner gibt es auch in einem größeren Kanister. Ihr könnt auch erstmal hier so einen Frosch Glasreiniger nutzen für 1,99 €. Selbst mit Spiritusanteil ist es überhaupt kein Problem. Das zerlegt euch nicht irgendwie die Gummidichtung am Fahrzeug. Der bleibt nicht 3-4 Wochen drauf und selbst dann, das hält so ein Gummi auf jeden Fall aus. Trotzdem, ich bleibe jetzt mal im Bereich der Autopflegeprodukte und da ist zum Beispiel der Shiny Garage ganz gut. Oder ihr könnt auch ein Tugalin nehmen, 6 Euro, ungefähr 1 Liter. Ein passendes Waffeltuch dazu. Ich habe jetzt hier eins. Ich empfehle euch immer 2, damit ihr auch mal wechseln könnt. Ihr habt ja mehr Scheiben am Auto oder eins für innen und eins für außen. Also 2 kleine Waffeltücher und ihr seid erstmal versorgt am Anfang. Und so schnell haben wir eigentlich schon das Auto sauber gemacht. Wenn es in Wirklichkeit auch so schnell gehen würde, wäre das schön. Und jetzt kommen wir zum letzten wichtigen Punkt, die Lackpflege, Glaspflege und Kunststoffpflege. Je nachdem, wie groß da euer Anteil am Fahrzeug ist. Viele haben schon kaum mehr Kunststoffteile am Auto. Manche haben an den Radläufen noch viel Kunststoff. Müsst ihr immer schauen. Deswegen sage ich es immer dazu. Wenn ihr mich anschreibt, frage ich immer erst zurück, was habt ihr für ein Auto? Schickt noch ein Bild mit, damit ich euch da besser beraten kann. Hier jetzt Lackschutz. Und da gibt es für euch Einsteiger mehrere Möglichkeiten, diesen Lackschutz aufzubringen. Je nachdem, wie viel Zeit ihr investieren wollt, wie kompliziert das Auftragen sein soll. Meistens ist es nicht so kompliziert, aber es gibt schon gravierende Unterschiede. Fangen wir einfach mal beim Einfachsten an und das ist eine Nassversiegelung. Wird nach der Fahrzeugwäsche
ohne Trocknen, aufs Fahrzeug aufgesprüht, sofort dann nach 10 bis 15 Sekunden vom Lack runtergesprüht und ihr habt schon eine schöne Lackschutzschicht drauf. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, was auch super einfach ist und was ich auch fast jedem Einsteiger erstmal empfehle, um sich da ranzutasten, ist ein Shampoo mit integrierter Versiegelung. Hier einfach mal beispielsweise das Gian Bath Plus. Damit versiegelt ihr schon bei der Fahrzeugwäsche euer Fahrzeug mit, könnt es dann im Anschluss trocknen und schon habt ihr einen Schutz drauf. Also nichts mehr im Anschluss mit Wachsen oder nochmal zu Hause hinstellen und nochmal am Fahrzeug arbeiten, je nach Zeitaufwand. Wenn ihr mehr Zeit zur Verfügung habt, dann könnt ihr als Einsteiger, ich sag's immer dazu, einmal ein Wachs nutzen. Ich habe jetzt mal stellvertretend hier das Soft 99 Mirror Shine mitgebracht oder auch so eine Polymerversiegelung hier wie das Polymer Netchi. Die lassen sich auch spielend einfach auftragen. Auch da gibt es gravierende Unterschiede. Es gibt Wachse, die sind sehr störrig, die lassen sich schlecht auspolieren. Ich habe jetzt mal zwei Sachen mitgebracht, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und da müsst ihr wieder schauen, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung. Das könnt ihr nicht mal schnell an der SB-Box hier auftragen, würde ich euch nicht empfehlen. Lieber zu Hause und im Carport oder in der Garage. Und dann hält dieser Lackschutz auch deutlich länger als zum Beispiel bei so einer Nassversiegelung oder bei so einem Versiegelungsshampoo. Solche Sachen wie Keramikversiegelung lasse ich bei euch als Einsteiger komplett weg, weil ihr kommt auch so gut mit eurem Fahrzeug aus und habt trotzdem einen sehr guten Lackschutz ohne so eine Keramikversiegelung. Auch diese hat sehr viele Nachteile, kommen wir im späteren Video nochmal dazu. Und jetzt haben wir noch eine letzte Sache und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wenn ihr viele Kunststoffteile am Fahrzeug habt, dann könnt ihr auch die nochmal etwas pflegen, versiegeln und dasselbe gilt auch für das Glas. Das müsst ihr aber nicht. Beim Kunststoff würde ich aber trotzdem das mit in so ein Basic-Set mit reinnehmen, weil ihr könnt das auch die Reifen mitnehmen. Damit könnt ihr zum Beispiel Stoßstangen noch etwas versiegeln, noch etwas auffrischen und auch schützen. Und das ist einfach ein Punkt, den ich hier noch mit reinnehmen würde. Vor allen Dingen, weil es hier ja darum geht, den Wertehalt des Fahrzeugs voranzutreiben. Und man will ja nicht nur den Lack schützen, man will ja das gesamte Fahrzeug schützen, auch die Kunststoffteile. Und das hier ist für mich eigentlich die Basis. Die Basis, die ihr braucht, um in diese Sache einzusteigen. Und wenn ihr so ein Set, egal ob es jetzt das ist oder ob es eine ähnliche Sache ist, wenn ihr das zu Hause habt, seid ihr schon sehr gut ausgestattet. Es gibt immer noch Feinheiten und jetzt wird der eine oder andere schreiben, ja, was ist damit, was ist damit? Das sind aber schon speziellere Sachen. Ich zähle mal da Folgendes dazu. Wir haben einmal den Flugrostentferner, wir haben einen Teerentferner, Baumharzentferner und wir haben auch einen Detailer. Und da müsst ihr immer einfach selber schauen. Viele nutzen zum Beispiel einen Detailer. Eigentlich am Anfang braucht man meiner Meinung nach überhaupt keinen Detailer. Weil wenn das Fahrzeug einmal versiegelt ist und man alle 2 bis 3 Wochen wäscht, ist meiner Meinung nach ein Detailer überflüssig. Aber das kann wieder jeder selber entscheiden. Die 4 Sachen, Detailer, Insektenentferner, Baumharzentferner, Teerentferner und Flugrost, sind alles so spezielle Sachen und das kann man noch unendlich weiterführen. Deswegen nehmen wir die Sachen wieder weg. Und in dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch eine Kategorie habt, die ich jetzt wirklich komplett übersehen habe, dann schreibt es gerne unten rein. Aber bedenkt immer, es geht hier wirklich um den allerersten Einstieg. Nicht schon darum, hier mich riesengroß auszustatten oder euch dann als Einsteiger, sondern erstmal die Basics. Und ich denke, da war eigentlich soweit alles dabei. Deswegen danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren. Wenn ihr noch weitere Videowünsche habt, meldet euch einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao.